So, dann gucken wir mal. Du hast gar keine mit, oder wie? Ja, Gewehrknopf, aller schlimmsten Fall, ne? Voll gestartet, ich bin halb tot. Ja, brauchst du im Grunde eigentlich nur eine Dings, nur einen Heilkit. Das war knapp. Eine Maus reagiert wieder auch nicht mehr hundertprozentig. Könnte ich gerade keinen schweren Angriff aufladen. Ja, da hinten ist auch noch ein Medikit. Ist irgendwo eine diesen Jäger zu verlieren? Nee, große Bärenfalle. Gucken wir einfach mal. Weil das ist wirklich mal für den letzten Stream jetzt hier vor Weihnachten ist das wirklich cursed gewesen. Also, ich bin heute alles schief. Aber das war erstmal mein größter Schreck in dem Moment, dass mir irgendein wichtiges Hardware-Teil durchgeschmort war. Dass es jetzt in Anführungszeichen nur ein USB-Port ist, da bin ich schon mal glimpflich bei weggekommen. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Nehme an, das hätte wirklich eine Ursache von wegen Stromspannung, was weiß ich. Dann hätte es natürlich auch sein können, dass das Gerät selber betroffen ist, ne? Mhm. Ja, klar. Ich habe immer noch keine Nahkampfwaffe. Ich bin dumm. Alter! Oh. Ach, los. Da kommt ein Dicker. Oh. Oh, ein Stacheldraht-Dicker, ne? Den kannst du behalten. Ja. Den kannst du behalten. Den will ich auch nicht haben. Ah, keine Energie mehr. Schief gegangen. Bist du geradeaus? Oh. Ein Energie-Recovern hier. Kritisch. Meine erste Befürchtung war, dass mein brandneues Mikro den Geist aufgegeben hat. Ne? Das ist natürlich gewesen. Ja, alles an LED-Beleuchtung hier geblinkt hat wie ein Christbaum. VoiceMod war das, ne? Mhm, ja. Das ist gratis, habe ich eben gesehen. Naja, aber bloß eingeschränkte Versionen. Ah, die waren nicht teuer, aber glaube ich mal 15 Euro oder irgendwie so. Hast du dann Lifetime-Zugang. War nicht mal schlecht. Wo kommst du denn her? No. Da sind Schüsse nah. Ah ja. Und fucking Emulator, ey. Hit. Hat noch ein leichtes Emulator-Problem gehabt? Gebäude drin oder wo? Nein, auf Ping. Ping sehe ich nicht mehr. Ich habe gerade anderes von mir. Diese Fliegenbüsche hier machen gerade das Leben schwer. Ja,
Ah ja, sind hier im Gebäude. Sind hier im Gebäude drin. Wer ist hier hinter? Verbind mich mal schnell. War nicht gut. Gut. Dass die explosiv ist. Bitte. Hacke. Heilige Scheiße. Hast du den noch erwischt gehabt? Ich weiß es nicht. Da kann sein, dass er sich selbst mit hochgejagt hat, weil er auch ziemlich nah dran stand. Also ich würde einfach mal gucken gehen, tatsächlich. Er müsste links liegen. Links nehmen, ja. Vor dem Frieden halt nicht. Doch, die liegt da. Er hat sich mit hochgejagt. Beide sogar, oder? Einen hatte ich gekillt. Ja, dann sind das beide. Oh, war dann Glück. Ja, er hatte Flinte gehabt. Springfield Meisterschütze. Oh. Hinter uns. Ja, ich würde eher sagen aus Südwesten. Ja, bestimmt würde ich ja so. Ja. Ja, ja. Westen. Kam aus Westen. Erstmal gucken, ob wir hier drin aufräumen können. In dem, Waggon drinnen, ne? Das war ich. Uncool. Das Gebäude mal eben von innen. Schon an den Hinweis rankommen. Welchen Hinweis? Der hier noch in der Nähe war. Zum Beschaden sich interagieren? Was hätte ich? Ist wäre Südwesten, Richtung Südwesten. Ja gut, mein ein Versteck ist schon offen. Ganz am Außen, am Rand. Scheiße. Bedeutet die sehr. Oh, da oben.
Fenster? Nee, oben auf der Dings. Der Brücke war er. Links oder rechts? Na, da wo ich gepinkt habe. Ja, gesehen hatte ich jetzt nur einen. Könnte ein Solo sein, ich bin mir aber nicht sicher. Hat er eine schwarze Klamotten an. Nicht so viel rennen. Ich bin aber auf Krawall aus. Also entweder er ist ins Gebäude reingegangen oder er ist nach hinten runtergelaufen irgendwo. War auf Holz dann. Ist auf Holz irgendwo gelaufen. Schritt im Wasser? Der ist unten. Der bei mir irgendwo. Oben bei mir. Gut. Brennt aber. Könntest du vielleicht pushen? Der hat gebrannt. Er hat eine Afton. Problem ist, aber doch, warte mal. Da ist jetzt noch einer. Irgendwo noch jemand. Da ist er. Ich hab halt keine Ahnung wo, ne? Boah, ein Heilkit wäre halt jetzt echt nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt noch einen langen und kurz. Ah, hier ist. Oder? Nee, scheiße. Ein Heilkit. Warte mal schnell meine Munition nach. Hier ist ein Heilkit. Hier ist auch noch ein Heilkit, falls du brauchst. Doch, liegt schon. Ja, entweder das war ein Solo, aber mich. Schüsse auf mich. Stärkt bloß nicht von wo. Irgendwo aus Nordosten kommen, irgendwo aus der Richtung, glaube ich. Ich höre sie eher von der anderen Seite. Nee, die sind hier durch die Tür gerade geschlagen. Die können also nur aus der Richtung gekommen sein. Wo ist diese Made? Schritte? Der Richtung, glaube ich.
Oh, Kacke. Das war nicht geplant. Shit. Brauche ich nochmal schnell ein bisschen Heil. Kurz nochmal ein Heilkit drin. Hat aber, glaube ich, keinen Sinn, jetzt die ganze Zeit den zu verfolgen. Gucken wir, dass wir uns Richtung Südwesten wieder durchkämpfen zum nächsten Boss. Ach, mal so drei Leute haben wir erwischt. Ja, jetzt mitten im Gefahrenbereich. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Man kann deine Waffe da durchsehen, ne? Wenn, dann musst du wenigstens die Waffe wegstecken. Ist jetzt ätzend, dass da irgendwo einer hinter uns. Ich hoffe mal, dass der Typ komplett ausgebrannt war, der Einzeltyp. Wir kommen nochmal bei einem Wagen vorbei, das ist schon mal gut. Auch wenn ich ein Aim hatte wie eine Kartoffel mit den Doppel-Scottfields, aber. Er ist da oben nicht weggekommen und konnte sich nicht heilen. Darum ist er an der Blutung krepiert. Das war schon mal gut. Aber beim Wagen vorbei. Oder beim Boot, besser gesagt. Boot zu sein. So toll ist schlecht. Oh, Erdenschwur, der hier. Und dann Schattensprung war es nicht. Letzter Atemzug. Oh. Das will ich haben. Ich will Ammo nehmen wir auch gleich nochmal mit. Richtung weiter. Wir wissen aber auf jeden Fall noch, dass noch einer unterwegs ist und auf den müssen wir ein bisschen achten. Falls das nicht ein Random war, also. Ja, der mit der Silencer halt die ganze Zeit auf uns geschossen hat. Der ist ja auf jeden Fall noch da. Wäre nicht gekillt. Da sind zwei Fliegen-Modis. Wieder batschern, ne? Ah, wir haben das schon gefunden. Wir machen aber ruhig den Hinweis vorher noch, ne? Ob wir reingehen zum Boss. Nochmal extra Punkte. Oh, gibt gar keine Hinweise mehr, sehe ich gerade. Okay, never mind. Ob irgendwo noch eine schwere Waffe oder irgendwas rumliegt?
sind auf jeden Fall ein paar Fallen. Aber keine schwere Waffe irgendwo. Wo sind Fallen? Achso. Hier oben, glaube ich, waren welche. Ja, hier hinten. Wären Fallen. Hier drin sind aber auch noch jede Menge Bärenfallen. Oh. Ist gut. Aufpassen. Hier müssen wir nochmal raus. Ich glaube, das ist nicht so clever. Alle hätten wir lieber hinlegen sollen, wenn wir einen Boss gemacht haben. Ob es hier noch einen anderen Eingang gibt. Das habe ich nicht gesehen. Ah, hier ist eine schwere Waffe. Schwerer Hammer. Durchatmen. Raus, 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 raus! Mit dem Hammer klappt das ganz gut. Hammer macht auf jeden Fall gut Schaden. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um den Typen, der hier noch rumläuft. Alles vermieden. Mal gucken, ob wir hier irgendwo. Achso, brauchen wir gar nicht. Wir können uns ja mit der Verbannung. Genau, die Verbannung heilt ja erstmal. Offen. Haben doch vorhin noch jede Menge Fallen. Keine? Doch, vorne an der Tür. Kann auch geöffnet werden, okay. Hab ich keine Stolperdrahtfallen und nichts mit. Ah, hier. Da ist die Tür noch vom. Checken. Naja, gut, der Ausgang ist Richtung Süden. Ach, glaube ich, am meisten sind dann. Richtung 120. Ja. Südosten.
verdächtig ruhig überall, ne? Die Lobby wieder nicht voll war. Allem bringt gefühlt sehr wenig. Naja, es kommt immer drauf an. Da die meisten Spieler ja immer schon verletzt waren oder im Idealfall schon einmal gestorben sind und damit einen Lebensbalken weniger haben, kann so eine Bärenfalle schon ausreichen, dass einer stirbt, wenn er reinläuft. Blutungsschaden verursacht sie auch noch. Spannend wird es halt jetzt, sobald wir dann das Bounty haben und Richtung Ausgang müssen. Ich habe halt auch gehört, dass momentan sehr, sehr viele Spieler hier bloß kurz reinlaufen, sich ein paar Totems schnappen für Eventpunkte und dann direkt wieder rausmarschieren. Ja, schau mal, Glück. Die Seite scheint leer zu sein. Hm. Hier, hier ist wirklich gar da war ein Pferd gerade in der Entfernung. Ich glaube, unser Friendo ist uns gefolgt. Ja, durch die Tür soll man reinkommen, in Zweifel. Ja, wir gehen ja eh hinten raus. Aber Richtung Südosten, da wo wir nachher raus müssen, da war gerade ein Pferd zu hören. Gucke mal kurz. Ich checke mal, ob es hier irgendwo. Ah ja, zwei Leute in der Richtung. Ich gedacht habe. Zwei Leute in der Richtung. Wir könnten versuchen, rauszusprinten und einfach in die andere Richtung zu rennen. Was haben wir? Wir laufen Richtung Nordosten weg. Hier ist aber auch noch eine Tür, ne? Ja, hier, die hier hinten wäre am besten. Wenn wir in die Richtung raus wollen. Da ist auch eine. Guck mal, wo die gerade sind. Ah, die sind noch in der Richtung. Dann lass sie hinten rausgehen. Komm. Kümmern wir uns von hier hinten. Ist zwar ein weiterer Weg, aber... Jetzt glaube ich erstmal more roasted, als wenn wir jetzt den langen Weg hinten langlaufen würden. Jetzt den zum Norden oder was? Ja. Mal gucken. Richtung Norden. Wir müssen halt damit rechnen, dass der hinter uns hinterherläuft, ne? Nach Möglichkeit immer ein bisschen enge Linien laufen. Und dass der Objekte hinter dir behältst. Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Stelle hier gewesen. Heilige Scheiße. Sind eigentlich erstmal relativ. Ist halt ein echt weiter Weg. Glaub ich das? Sind aber auch keine Gegner hier. Naja, war aber halt bloß einer hinter uns, wie es aussah. Das wird der Typ mit seiner Silencer gewesen sein. Der Dude mit der Silence gewesen sein, der hinter uns war. Ach, Gott sei Dank, hier ist ein Medikit. Muss ich mein eigenes nicht nehmen. Hier ist auch nochmal ein Medikit, falls so. Besser Arbeit. Wir müssen uns aber so ein bisschen wieder westlich halten. Aber bis jetzt ist es relativ ruhig. Sollte der uns nicht nochmal verfolgen? Wie viele Sekunden hast du noch? Ich hab noch zwei. Nur drei. Da vorne
uns auch Ausgang. Ja. Theoretisch nochmal so viel mitnehmen, wie wir können. Schnell noch ein bisschen Unkraut jeden im Vorgarten. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Scheiße. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Na rutsch. Aha. Ja, gut, das war gut getimed. Ja, das war gut getimed gerade. Ah, als ob ich es geahnt habe, ne? Der ist uns wirklich hinterhergekommen. Hab's geahnt. Den gar nicht gesehen. Ich hab's nämlich geahnt gehabt. Aber gute Runde. Ja. Drei Leute hatten wir erledigt. Ein Solo und ein Duo. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie viele Leute in der Lobby waren. Die wird definitiv nicht voll gewesen sein. Ich denke mal, alle Teams, die drinnen waren, auf die sind wir auch getroffen. Die Lobby ist wahrscheinlich bloß maximal halb voll gewesen. Nochmal. Oh. Ist ärgerlich, dass der eine nicht gezählt hat, der sich selbst so gejagt hat, ne? Jetzt hätten wir noch einen dritten Kill gehabt. Okay, das war der Solo-Dude. Achtung, ne? Sind aber Leute mit verdammt niedriger Wertung teilweise drin gewesen. Oh. Oh ja. Okay. Ja, es waren auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Leute waren drin. Mich wundert's aber, dass die beiden 1er-Dudes aus Team 6. Davon hatte ich den einen gekillt. Den anderen haben wir anscheinend gar nicht. Naja, wobei, das wird der gewesen sein, der sich hochgejagt hat. Ah, doch, stimmt. Ja, es erklärt auch, warum die sich gesprengt haben, ne? Das waren ein Sterne-Dudes. War großes Glück gerade. Ja, schöne Runde bei rumgekommen. Wir werden aber auch auf 2,5 mehr gesucht. Ja, das. Die ganzen Gegner und die suchen alle auf 1. Ah. Aber trotzdem eine schöne Runde. Gucken wir mal in die nächste Runde rein.